Hallo, da sind wir wieder. Da, wo ich das letzte Mal gescheitert bin. Und dann machen wir direkt weiter. Ich habe nämlich jetzt unten die Kiste, die unter Wasser war, nach oben gebracht. Haha. Aha. Und dann sind wir nämlich hier. Auch nicht schlecht. So. Okay, das ist ja eigentlich eine leichte Geschichte. So. Ich bin immer zu langsam. Ach, scheiße. Ich hatte so coole Pläne. Komm her. Erfahrungsviole eingesammelt. Das reicht natürlich noch nicht. So einfach nicht, meine Freunde. So einfach nicht. Komm, spuck Feuer, los. Gesundheit. Mann, was soll das? Ich will mich endlich um Ding. Oh Gott, ehrlich. Dem komme ich da so weit nicht. Nein! Naja, geht doch. So. Was haben wir denn hier? Die königliche Fahne. Das Symbol sieht aus wie das Artefakt, das wir suchen. Was sind diese Artefakte überhaupt? Du
Rundes verloren. Das zweite Artefakt, das für Verstand und Macht, hat das Schloss beschützt und dem König und seinen Männern Stärke verliehen. Aber das Artefakt selbst war auch von starken Zaubern beschützt und nur die mit einer reinen Seele konnten es berühren. Im Laufe der Jahrzehnte hatten viele Könige und Ritter erfolglos versucht, sich dem Artefakt zu nähern. Die Legende prophezeite, dass eines Tages ein Held mit einer reinen Seele und rechten Absichten kommen würde, um das Artefakt einzufordern. Aber als unsere Helden durch das Schlosstor kamen, realisierten sie, dass die Untoten alles an sich gerissen hatten. Dieser einst prächtige Platz wurde in einen Ort des Grauens verwandelt. Boah. Gott, von mir aus, machen wir weiter. Das sieht nicht aus wie das Schloss, von dem gesprochen wurde. Nein, ich kann es nicht glauben. Sie haben es ruiniert. Alles ruiniert. Wir müssen uns beeilen. Ja, beeilen, das ist immer so eine Sache, ne? Nö. Ah ja, gut, das geht ja noch. So. Ha. Bader mächtig bumm, du Sau. Boah, ich bin so stark, ey. Ist ja schon fast nicht mehr normal, wie stark ich bin. Hahaha. Mann, du bist ja voll der Kämpfer, Junge. Gut. Geht auch, ne? Mann, Mann, bin ich ein guter Schütze. Nur mit dem Springen habe ich es nicht so. Jetzt aber bleib weg von mir. Was? Scheiß auf diese Fiole. So. Steig sowieso gleich auf, mit oder ohne das Ding.
geht nicht. Komm. Hauptsache, du bleibst drauf liegen. Ich will die Energie haben. Oh. Hat ja super funktioniert. Scheiße. Ach. Machen wir es so. Auch okay. Geht aber nicht mit der Kiste. Kann man die irgendwie zerstören? Ach Leute, wisst ihr. Erstmal Aufstieg. Kosten 3. Kosten 3. So. Das war's. Ah ne, sie hat noch was. Ja, egal. So. Und weiter geht's. Hahaha. Legolas ist ein Scheiß gegen mich. Schnellköche. Drei Pfeile. Autsch. Ah, ging ja.
Bam. Weg mit dir. Ja. Autsch. So. Oh, was ist das denn? Ah, gar nichts. Ah, geht doch. Da. Haha. Oh nein, nicht doch! Ist ja klar. So, jetzt aber. Whoa. Was ist los jetzt? Expressaufzug. Och nö. Doch Holz. Na, ich kann nicht sagen, dass mir das gefällt. Aber was machen das? Ah, nicht so gut. So. Ah. Hehehehe.
Harr! Damit hat er nicht gerechnet, hä? Sieh da drüben. Was ist das? Eine Art Buch? Ja, ich werde es mir genauer ansehen. Mit großem Enthusiasmus verschlang der Zauberer den Inhalt des königlichen Tagebuchs. Von besonderem Interesse waren die letzten Seiten, in denen der König davon erzählte, wie sie die seit langer Zeit verlassenen antiken Ruinen gefunden hatten. Statuen der Tugend und Architektur jenseits jeglicher Vorstellung hatten den König sichtlich beeindruckt. Das Tagebuch des Königs beinhaltete nicht viel über die Artefakte, aber die anschaulichen Beschreibungen passten zu den Zeichen im Grab des ersten Hüters. Der Legende nach existierte ein Platz, den die Hüter ihr Zuhause nannten. Wenn dies wahr war und die Ruinen der Ursprung der Artefakte waren, würden unsere Helden am Ende vielleicht doch einige Antworten finden. Das Tagebuch enthält eine sorgfältig erstellte Karte der Ruinen. Sie waren in der Mitte eines weit entfernten Waldes. Unsere Helden folgten der Wegbeschreibung aus dem Tagebuch des Königs. Am Rande des Waldes hatte die Diebin eine merkwürdige Empfindung, ein warmes Gefühl in ihrem Herzen. Okay. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Mosh Shrine oder was auch immer sonst. Also, stay true, macht's gut.